Ob ein Projekt sehr erfolgreich wird oder eben nicht, hat sehr oft mit diesem einen Faktor zu tun. Ich habe sehr viele Projekte schon gesehen bei meinen Kunden, die entweder sehr erfolgreich geworden sind, genau aus diesem Grund, oder die eben gescheitert sind und sehr viel Geld gekostet haben, genau aus demselben Grund. Die guten Dinge passieren immer fließend, passieren immer aus einem guten Gefühl heraus, wenn die Faktenlage in Ordnung ist und wenn das Gefühl eben stimmig ist. Und dazu braucht es ein bisschen Zeit, ein bisschen Reflexion. Und je größer das Projekt ist, je größer die Entscheidung ist, desto länger sollte man sich Zeit lassen. Und wenn dich jemand unter Druck setzt und er sagt, du musst jetzt entscheiden, dann geh noch weiter zurück. Denn unter Druck ist noch nie was Gutes entstanden. Rede mit Leuten, denen du vertraust. Und wenn du einen Coach brauchst, ich helfe dir gerne. Reflektieren, Reflexion ist vor großen Entscheidungen besonders wichtig. Dein Gegenüber wird dir die Antwort nicht geben, ja klar. Aber du hast andere Impulse von außen. Du selber bist dann viel klarer und du weißt dann, okay, aha, ja genau, so könnte ich es machen. Oder jetzt bedenke ich nochmal dieses oder jenes. Heißt nicht, dass man zu lange darüber nachdenkt. Heißt, dass man sich Zeit nimmt, zurückzunehmen, eine Nacht, zwei oder drei Nächte darüber schlafen, zu reflektieren mit jemandem, dem man eben vertraut. Und dann sind Entscheidungen meistens 100% treffsicher. Und genau das wünsche ich dir. Bis bald.